Dann sage ich mal herzlich willkommen zur Aufnahme, herzlich willkommen zum Stream. Ist natürlich keiner da, weil ich wieder spontan war, wie immer. Wollen wir mal weiter diesen Schwierigkeitsgrad hier spielen auf Ass. Gucken, ob ich das mal schaffe hier. Das täte mich ja tatsächlich mal interessieren, ob ich inzwischen so gut bin. Prinzipiell kann man wahrscheinlich sagen, ich habe das halbe Spiel geschafft. Auf diesem Schwierigkeitsgrad. Das ist natürlich cool. Das müssen wir halt aber jetzt mal schaffen. Ist halt wirklich bockschwer. Aber ja, wir werden sehen. Guten Abend, meine Damen und Herren. Es folgen die neuesten Nachrichten. Glauben Sie immer noch an das Märchen, dass wir den Krieg gewinnen? Warum sind Sie so vom Gegenteil überzeugt? Nun, weil ich nicht blind bin und sehe, dass die Lage immer katastrophaler wird. Ich höre wohl schlecht. Tatsache ist, dass wir seit Wochen keinen Urlaub kriegen. Tatsache ist, dass wir nur noch Verteidigungsmissionen erfüllen. Tatsache ist, dass sich unsere ganze Streitmacht zurückzieht. Sagen Sie selbst, bilde ich mir das nur ein oder löst sich das, was wir erreicht haben, in nichts auf? Tatsache ist, dass wir anscheinend einen Kommunikationsoffizier an Bord haben, der viel zu viel Freizeit hat und der auf gefährliche Art und Weise Angst und Zweifel auf dem Schiff verbreitet. Wenn Sie es noch einmal wagen, die Leute mit ihren Theorien voll zu labern, dann lasse ich Sie zur Müllrecycling-Einheit versetzen. Tja, ich weiß nicht, ob ich Ihnen danken soll oder Sie verfluchen soll, weil Sie Flash für uns gewonnen haben. Ein wenig von beidem, würde ich sagen. Ich wünschte, ich hätte mehr Piloten wie Sie. Vielleicht wäre der Krieg dann früher beendet. Ich freue mich, dass Sie es sogar auf der Victory geschafft haben, Ihren Level zu halten. Danke, Sir. Wird es ewig so sein? Ewig, das ist nicht lange genug. Fangen wir an, Colonel. Ja, Sir. Vor uns liegt eine einfache Aufgabe. Die Sektorenbasis und der Jump Point stehen unter unserem Kommando. Jetzt wollen die Kilroathi die Kontrolle an sich reißen. Halten wir sie auf Distanz. Wir dürfen ja nicht an Boden verlieren. Geben Sie Ihr Bestes, Colonel. Wegtreten. Tja, das sind also unsere Einsatzziele. Ah, da wäre noch eins. Cobra, ich will... So, irgendwie mochte das gerade OBS Studio so gar nicht. Ist vielleicht heute zu warm. Ist einmal den Joystick vergessen und dann geht hier gar nichts. Gibt's doch nicht.
So, jetzt geht's aber wohl. Ja, gut, dass ich die Gespräche, dass ich danach gespeichert habe. Hier, dann wollte ich nur laden. Dann haben wir nochmal die Einsatzbesprechung und dann ist auch schon wieder gut. Fangen wir an, Colonel. Ja, Sir. Vor uns liegt eine einfache Aufgabe. Die Sektorenbasis und der Dump Point stehen unter uns. Tja. Cobra. Welcome to the stream. Willkommen zum Stream. Jetzt geht der Joystick auch wieder. Ab auf Katzen. Feind gesichtet, Colonel. Mhm. Jawohl, Schwierigkeitsgrad auf Ass. Jetzt ab hier. Muss ich mal schauen. Hier kommt auch Blood Mist, dann wird's richtig schwer hier. Lösen und angreifen! Ich hol sie mir! Meine Raketen sind meine Joker hier. Ihr erbärmliche Nachkommen von Affen. You fly like the ape that you are. Beißt ins Gras. Ihr erbärmliche Nachkommen von Affen. Habe ich mich selber erwischt. Und die ganze Reparatur-Kasparella. Na gut, solange wie es funktioniert, funktioniert es ja. Ist ja gut. Ich muss ein bisschen drauf acht geben, weil sonst haut es mich gleich blockiert. Ihr erbärmliche Nachkommen von Affen. Jawohl, ich hab den Treffer erwischt. Mit dem Nachbrenner voll drauf. Ihr erbärmliche Nachkommen von Affen. Ich habe Schatten. Jawohl, ich hab den Treffer erwischt. Alle Achtung, Sir. Autsch, autsch. Alle Achtung, Sir! Und dann kommt er erst in der nächsten Mission. Mag wohl so auch sein. Man muss ja zweimal diese Black Main Basis beschützen, quasi, gell? Hallo, Rutsch! Wir erbärmliche Nachkommen von Affen! Ich kann nicht ausstehen, wenn man es mir leicht macht. Du trittst den Heimweg in einer Kiste an. Jawohl, ich hab den Drecksack erwischt. Ihr erbärmliche Nachkommen von Affen. Du trittst den Heimweg in einer Kiste an. Ihr erbärmliche Nachkommen von Affen. Ich kann's nicht ausstehen, wenn man's mir leicht macht. Stirb, du willlose Mist. Oh, das habe ich aber schon lange nicht mehr gehört. Ich kann's nicht ausstehen, wenn man's mir leicht macht. Du trittst den Heimweg in einer Kiste an. Zeit, ein Tierarzt aufzusuchen. Das fehlt eigentlich auch noch. Ihr erbärmliche Nachkommen von Affen. Jetzt beißt er ins Gras. Der willlose Mistgeburt. Jawohl, ich hab den Drecksack erwischt. Du trittst den Heimweg in einer Kiste an. Zeit, ein Tierarzt aufzusuchen, Lietze. Der Spruch fehlt noch. Ich kann's nicht ausstehen, wenn man's mir leicht macht. Hm. Jawohl, ich hab den Drecksack erwischt. Ah, ne, da sind sie. Greifen Sie mein Ziel an! Ja, Sir! Den muss ich fertig kriegen, sonst habe ich Probleme. Blood Mist. Ja. Jawohl,
jetzt den Rest. Bearbeiten wir nicht zu Katzenstreu. Ihr erbärmliche Nachkommen von Affen. Wie sieht's aus? Lediglich geringe Schäden. Jawohl, ich hab den Dreckpack erwischt. Ja, sehr schön, Koko. Immer weiter auf den. Dann schaffen wir das hier. Jetzt mach ich hier noch mit. Jawohl, ich hab den Dreckpack erwischt. Wundervoll. Einsatzziele erreicht. Oh, ganz schön was abgekriegt, das Ding. Wie sieht's aus? Lediglich geringe Schäden. Mann, Mann, Mann. Bitte Landeerlaubnis, TCS Victory. Ihnen zu Ehren wird groß gefeiert. Unten auf der Blackmail-Basis, Colonel. Sie können landen. Können wir uns inoffiziell unterhalten? Das tun wir doch oft. Ja, das gefällt mir auch so an Ihnen. Tja, weil Sie mir sympathisch sind, möchte ich Ihnen was sagen. Und? Was ist das? Den Blick, den Sie zurzeit drauf haben, kenne ich gut. Ich hatte mal einen Freund und der war Kampfpilot. Eines Tages musste er mit ansehen, wie sein Flankenpilot abgeschossen wurde. Er glaubte, dass es seine Schuld war, ganz egal, was wir sagten. Er hat sich eine Thunderbolt geschnappt und ist stur drauf losgeflogen. Er erreichte einen Jump Point, gerade als die Karathi durchfliegen wollten. Es gab ein ziemliches Feuerwerk. Er könnte heute noch am Leben sein. Er wurde nie gefunden. Und Ihr Ausdruck, Sir, ist derselbe, den er hatte, kurz bevor er von uns weggeflogen ist. Wollen Sie darüber reden? Sie versteht das. Das geht Sie nichts an. Ich wünschte, ich könnte es, Rachel. Ich hatte eine Freundin, das heißt, ich hoffe, ich habe sie immer noch. Aber es ist sinnlos, über solche Sachen zu reden. Wenn das nicht unser Casanova persönlich ist. Ich habe gesehen, wie Sie unsere Mechanikerin angebaggert haben. Stehen Sie auf blond? Eifersüchtig? Oh, sie flach zu legen ist wirklich kein Manöver, das sehr risikoreich wäre. Er ist neidisch. Das geht ihn nichts an. Ja, leider konnte ich bei ihr nicht landen. Sie interessiert sich mehr für Muskelmänner, so wie Sie einer sind. Dir würde ich gefallen, oder? Du siehst heiß aus. Hören Sie, Colonel. Wir haben wie immer eine Menge Arbeit vor uns. Ja, Sir. Jetzt, da wir die Kilrathi-Belagerung beendet haben, können die Versorgungsschiffe endlich anrücken. Wir müssen die eintreffenden Konvois bis zur Basis eskortieren und dafür sorgen, dass sie keine Schrammen abkriegen. Das bedeutet ein bisschen Frühjahrsputz, um den Weg freizumachen. Sie leisten gute Arbeit. Machen Sie weiter so.
Wir brechen sofort auf. Colonel, Ihr Elan gefällt mir. Wegtreten. Tja, das sind also unsere Ein... Cobra? Lösen und angreifen! Ich hol sie mir! Lösen und angreifen! Sofort an meiner Flanke formieren! Ich hol sie mir! Ja, Sir! Lösen und angreifen! Ich hol sie mir! Danke für den Begleitschutz, Colonel. Halt gesichtet, Colonel. Lösen und angreifen. Ich hol sie mir. Bitte Landeerlaubnis, TCS Victory. Colonel, oder sollte ich Sie Houdini nennen? Sie sind eingeladen von der Blackmain-Basis. Sie dürfen essen, so viel Sie wollen, jetzt da die Versorgungskonvois entladen werden können. Alles klar zur Landung, Sir. Dieser Einsatz macht mich wirklich glücklich. Weil der Einsatz keine persönlichen Gefühle auffüllt? Ja, Sir, Sie haben recht. Ich weiß, auf diesem Planeten sind Menschen, die genauso gern leben wie die Menschen, die ich im Lukanda-System gekannt habe, aber sie sind nicht so real für mich, verstehen Sie das? Tja, ich kann sie mir nicht als Individuen vorstellen. Sie wären ziemlich schnell ausgebrannt, wenn Sie das könnten. Tja, manchmal hasse ich mich, weil ich diesen Krieg für richtig halte und froh darüber bin.
Ja, ich habe eine Frau gekannt, die ganz genauso empfunden hat. Sie kämpfte gegen die Ungerechtigkeit. Für mich zählt nur die Fliegerei. Es ist, als wäre ich völlig frei. Es ist einfach unbeschreiblich. Ja, nur Piloten kennen diese Gefühle. Wir erwarten einen Waffenkonvoi. Falls wir ihn durch die Blockade durchkriegen, könnte sich die Basis selbst verteidigen. Wir müssen diesen Konvoi schützen, koste es, was es wolle. Viel Erfolg. Tja, das sind also... Cobra? Gesichtet, Colonel. Lösen und angreifen! Ich hol sie mir. Wie sieht's aus? Alles bestens, Sir.
Feind gesichtet, Colonel. Lösen und angreifen! Ich hol sie mir. Den Heimweg in einer Kiste an. Ihr erbärmliche Nachkommen von Affen. Ich um meinen Sieg betrogen. Heimweg in einer Kiste an. Danke für den Begleitschutz, Colonel. Einsatzziele erreicht. Bitte Landeerlaubnis, TCS Victory. Die Blackmain-Leute schaffen es jetzt allein, Colonel. Unser nächster Stop ist das Stadtzentrum Kilrath oder was in der Nähe. Sie können jetzt landen, Sir. Wurde auch langsam Zeit. Das habe ich ja noch nie gesehen. Ich bin überrascht. Ihr Lächeln macht sie noch hübscher. Ich kann die Kirathi fühlen, Sir. Jetzt, da wir in ihrem Gebiet sind, droht ihnen nur eins, durch meine Hand getötet zu werden. Na sowas. Man hat sie für die Offensive eingeteilt und schon kommen sie aus dem Schneckenhaus. Ich bin nicht Pilotin geworden, um Kindermädchen zu spielen. Sie hat recht. Sie ist im Einsatz. Sie müssen mich voll unterstützen, Cobra. Jeder Einsatz ist wichtig. Ich hab verstanden, Sir.
Nicht jetzt, Partner. Ihr Helden wolltet ja alle unbedingt Erkundungsflüge machen. Das heißt, wir Mechaniker haben keine ruhige Minute mehr. Kommen Sie, versuchen Sie Ihr Glück, Sir. Abheben, das ist doch vorher gestattet, oder nicht? Sie wären überrascht, wie viele Neulinge einfach den Einsatz hinblättern und dann entsetzte Gesichter machen, wenn sie verlieren. Wenn Sie so naiv sind, haben Sie es nicht anders verdient. Ich hörte, dass wir eine Garnison angreifen. Ich habe noch keine Anweisungen bekommen. Ich habe meine Ohren gespitzt. War ziemlich interessant, was ich gehört habe. Es ist mir lieber, wenn ich darüber unterrichtet bin, was wir angreifen. Wissen Sie, das Hauptquartier hat die üble Angewohnheit, alles als militärische Einrichtung einzustufen. Auch wenn es keine ist. Und ich liebe es, auf Nummer sicher zu gehen. Na, mach dich keine Sorgen. Wir sind nur Piloten. In diesem Krieg gibt es nur Militärisches. Das sehe ich anders, Sir. Willkommen oder willkommen zurück. Welcome or welcome back. Ich bin froh, dass wir die Katzen endlich angreifen. Was denken Sie, Lieutenant? Haben wir nach all dem noch eine Chance, den Krieg zu gewinnen? Möglich. Aber es wäre noch zu früh, über eine Siegesfeier nachzudenken. Colonel, wir befinden uns nun aufgrund Ihrer Flugkünste im Kilorathi-Gebiet. Wir alle sind stolz auf Sie. Wie Sie vielleicht schon aus der Gerüchteküche erfahren haben, sind wir hier, um die Militärgarnison in diesem Sonnensystem zu vernichten. Wir müssen uns an mehreren Zwischenposten vorbeikämpfen. Hier wimmelt es von feindlichen Patrouillen. Jedes Schiff, das zum Jump Point entwischt, kann die übrigen Kilorathi über unsere Anwesenheit hier informieren. Und das würde bedeuten, dass wir die gesamte Offensivaktion abblasen müssten. Schießen Sie sie ab. Es darf keiner entkommen, Colonel. Sie können sich auf mich verlassen, Sir. Tja, da... Cobra? Gesichtet, Colonel. Lösen und angreifen! Ich hol sie mir. Jawohl, ich
Sofort an meiner Flanke formieren. Ja, Sir. Gesichtet, Colonel. Lösen und angreifen. Ich hol sie mir. Lösen und angreifen! Ich hol sie mir! Den Heimweg in einer Kiste an. Ich um einen Sieg betrogen. Jawohl, ich hab den Drecksack erwischt. Sag gute Nacht, Miezekatze. Ziel an. Ja, Sir. Wie sieht's aus? Alles bestens, Sir. Jawohl, ich hab den Drecksack erwischt. Den Heimweg in einer Kiste an. Wie sieht's aus? Alles bestens, Sir. Wird Zeit, den Tierarzt aufzusuchen, Mieze. Ihr erbärmliche Nachkommen von Affen. Sag gute Nacht, Miezekatze. Erreicht.
bitte Landeerlaubnis, TCS Victory. Sie haben die Kirati fertig gemacht, Sir. Diese Miezen können die Radieschen jetzt von unten bewundern. Alles klar zur Landung. Tolle Leistung, was? Die Einsätze, die wir zurzeit fliegen, machen Spaß. Die vorherigen Angriffe waren doch nur kindische Spielereien. Ja, ein bisschen Rambazamba ist gut für die Seele. Das ist richtig. Seltsam. Trotz des ungeheuren Geschicks und des Mutes, das das Fliegen verlangt, wird die Abenteuerlust eines Kilrathi dadurch nicht befriedigt. Für uns ist das kein richtiger Kampf. Euch fehlt dabei das Persönliche? Wir lernen, mit diesen Clown zu kämpfen noch, bevor wir ein Wort sprechen oder laufen können. Erscheint dir das als primitiv? Sei ehrlich. Töten ist töten, da gibt es keinen großen Unterschied. Du bist einer der besten Piloten, die wir haben. Was soll das? Fang nicht an, das zu kritisieren, was du tust. Lassen Sie mich raten, Sie sind ein AN. Ich verstehe nicht, Sir. Ein Angriffsneuling, zum ersten Mal hinter der feindlichen Linie? Im eigenen Land, da ist der Einsatz immer etwas größer. Keine Angst, Vaquero. Der Krieg ist die Hölle, mein Alter. Der Krieg ist die... Keine Angst, Vaquero. Nun, feindliche Linien sind nur Striche auf der Karte, Vaquero. Sie haben keinerlei Bedeutung. Keine Angst. Wir sollten uns gleich an die Arbeit machen. Ich bin bereit, Sir. Vor uns liegt eine besonders diffizile Aufgabe, Colonel. Wir werden Versteck spielen. Sehen Sie sich diese Nebelbank an. Die Kilrathi benutzen Sie, um unbeobachtet mit Konvois in dieses Sonnensystem hinein bzw. hinauszufliegen. Da der Nebel auch uns verdecken wird, können wir Ihnen sicher größere Schäden zufügen. Sie, Colonel, müssen dafür sorgen, dass kein feindlicher Flieger entkommt, der die anderen Kirathi warnen könnte. Ich weiß, wie gefährlich es ist, in einer Nebelbank zu navigieren. Nur die besten Piloten mit viel Flugerfahrung sind dazu in der Lage. Ich hoffe, Sie sind einer von diesen Piloten. Sie können sich darauf verlassen, Sir. Tja, das sind also unsere Einsatzziele. Ah, da wäre noch eins. Cobra? Gesichtet, Colonel. Lösen und angreifen! Ich hol sie mir. Greifen Sie mein Ziel an! Warte! Aus? Alles bestens, Sir. Thank you.
Jawohl, ich hab den Drecksack erwischt. Du trittst den Heimweg in einer Kiste an. Alle Achtung, Sir! Feind gesichtet, Colonel. Lösen und angreifen! Ich hol sie mir. Flanke formieren. Ja, Sir. Feind gesichtet, Colonel. Lösen und angreifen. Ich hol sie mir. Stehen, wenn man es mir leicht macht. Ich bin der Affe, der du bist. Jawohl, ich hab den Drecksack erwischt. Wie sieht's aus? Alles bestens, Sir. Sag gute Nacht, Miezekatze. Jetzt beißt er ins Gras. Einsatzziele erreicht. Bitte Landeerlaubnis, dies hier ist Victory. Es geht doch nichts über den süßen Duft des Erfolgs, Colonel. Ey, wie wär's, wenn wir diese Kiste umtaufen würden? In Deceptor oder Trickster? Wie wär's mit Ambush? Ja, das hört sich sehr gut an, die Ambush. Oh, Sie können jetzt landen, Sir. Die Ambush. Thank you.
Colonel, schön, Sie zu sehen. So gute Laune heute? Ja, es scheint sich alles zum Guten zu wenden. Als ich klein war, hat uns unser Vater alles über die Kriegsführung beigebracht. Alles, was er wusste. Auch wenn sich die Waffen ändern, wir können viel aus der Vergangenheit lernen. Ja. Nehmen Sie den Trojanischen Krieg. Auch er hat sich über viele Jahre hingezogen. Wurde er nicht mit Hilfe eines Holzpferdes beendet? Ja, so heißt es in der Mythologie. Für mich zählt nur, dass er irgendwann endete. Ja, es ist gut zu wissen, dass Kriege nicht ewig dauern. Wenn es einem auch so vorkommt. Uns wird keine Ruhe gegönnt. Es geht weiter. Ja, Captain. Wir müssen schleunigst von hier verschwinden. Die Abwehr hat den Verdacht, dass uns die Kilorathi entdeckt haben. Schaffen Sie diesen alten Kahn aus der Nebelbank raus und führen Sie uns zum Jump Point. Versuchen Sie, möglichst unauffällig zu agieren. Ich kann darauf verzichten, von den Kilorathi verabschiedet zu werden. An die Arbeit, Colonel. Tja, das ist... Cobra? Gesichtet, Colonel. Lösen und angreifen! Ich hol sie mir. Greifen Sie mein Ziel an! Ja, Sir. Gesichtet, Colonel. Greifen Sie mein Ziel an! Ja, Sir. Bitte Landeerlaubnis, TCS Victory. Die Victory hat es ziemlich erwischt. Wir werden auf unserer Seite erst einmal ein paar Reparaturen machen müssen. Sie haben Landeerlaubnis. Was heißt, er ist nicht da? Wir haben jetzt keine Zeit für lange Erklärungen, aber es scheint so, als hätten die Kilorathi unseren Jumppoint verschwinden lassen. Wie soll denn sowas gehen? Ich meine, das ist völlig unmöglich. Wir fliegen jetzt zu einem, wie die Navigation hofft, alternativen Jumppoint. Wir geben Ihnen die neuen Koordinaten gleich durch. Hoffentlich haben die Jungs von der Navigation eine Tür für uns gefunden, die noch nicht zu ist. Bis bald. Und bitte kümmern Sie sich um den Feind. Landeerlaubnis, TCS Victory. Die Victory hat es ziemlich erwischt. Wir werden auf unserer Seite erst einmal ein paar Reparaturen machen müssen. Sie haben Landeerlaubnis.
Greifen Sie mein Ziel an! Ja, Sir! Gute Nacht, Miezekatze. Ihr erbärmlichen Nachkommen von Affen. Bitte Landeerlaubnis, TCS Victory. Die Victory hat es ziemlich erwischt. Wir werden auf unserer Seite erst einmal ein paar Reparaturen machen müssen. Sie haben Landeerlaubnis. Hoffentlich gute Neuigkeiten, mein Prinz. Ich künde euch von neuen kleradischen Ruhmestaten, Euer Exzellenz. Die Terraner hatten versucht, in das Ariel-Sonnensystem einzudringen. Aber wir haben sie wie einen Schwarm kleiner Insekten verscheucht. Sie sind nur ein winziges Ärgernis und eurer geschätzten Aufmerksamkeit nicht wert. Sehr gut, ich werde nicht eher ruhen, bis die Terraner ein für alle Mal in die Knie gezwungen sind. Ihr Widerstand nagt fürchterlich an mir. Und keinem Kaiser der Kilorasi dürfen die letzten Monate seiner Herrschaft von so einer traurigen und schweren Bürde verdunkelt werden. Oh, aber Eure Exzellenz stehen, wie wir hoffen, erst am Anfang der universellen Regentschaft. Bald wird es Eure Exzellenz vergönnt sein, mit der tyrannischen Konföderation umzuspringen, ganz wie es euch gefällt. Darauf, Majestät, schwöre ich euch einen heiligen Eid. Ich bin mehr als entzückt, mein Prinz. In Kürze wird ein neues Weltkapitel beginnen. Wir haben alles vorbereitet, um den Tyrannen einen Denkzettel zu verpassen. Handelt es sich dabei um den Denkzettel, den wir schon einmal in Erwägung gezogen haben? Ja, Euer Exzellenz. Ja. Denn nun ist die Zeit reif dafür. Ihr Volk kann Jump Points verschließen. Wieso haben Sie uns nicht davor gewarnt? Lieutenant, ich glaube nicht, dass unser gemeinsamer Feind den Jump Point verschlossen hat. Das war keine Halluzination, als er auf meinem Sichtschirm verschwand. Unser verehrter Captain Eisen hat die Theorie aufgestellt, dass der Feind den Jump Point nur verhüllt hat, was mit ein bisschen Nebel ohne weiteres zu bewerkstelligen ist. Das würde auch erklären, wieso das Ariel-Sonnensystem so lange Zeit als Konvoischneise benutzt wurde. Sie kennen das Ariel-Sonnensystem doch wie Ihre Westentasche. Und jetzt wollen Sie behaupten, Sie wussten nicht, was uns bevorstand? Genauso wenig wie Sie, Lieutenant. Das ist gelogen. Lass dich auf Ihr Spielchen ein. Setz dich für Hobbs ein.
Lieutenant! Verzeihen Sie. Niemand hat Colonel Hobbs Loyalität anzuzweifeln. Haben wir uns verstanden? Colonel Blair, sofort. Colonel Blair, sofort. Was ist los? Unser Kommunikationszentrum ist lahmgelegt. Raten Sie mal, wer dahinter steckt. Erzählen Sie mir jetzt nicht, dass Sie aufgeschmissen sind. Ich tue, was ich kann, Sir, aber hierbei handelt es sich um so eine Art Videovirus. Ach, man müsste das Programm mal durchchecken. Ich habe in eurer sogenannten Bibel die Prophezeiung gelesen, dass es in eurer Welt Eulen und Zähneklappern geben wird. Und diese Prophezeiung wird sich bald erfüllen. Wir werden euch die Zunge herausreißen und euch den Verstand aus den Schädel kratzen. Da können wir nur hoffen, dass sie uns nie in ihre Pfoten kriegen. Wir werden an euch ein Exempel für die anderen Völker in der Galaxie statuieren. Bla 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 bla. Zu unserer Belustigung. Da wird ihnen aber mit Sicherheit das Lachen vergehen, Senor Gatto. Und euer Volk wird Tausende von Qualen ertragen müssen. Werdet jetzt nicht übermütig. Nur weil sich das Herz des Tigers unter euch befindet. Wenn wir mit Colonel Blair fertig sind, wird nur noch ein Klumpen Blut von ihm übrig sein. Ich werde höchstpersönlich dafür sorgen, dass du für jeden einzelnen meiner edlen Krieger bezahlst, der im Krieg durch deine Hand gestorben ist. Ich lasse jetzt dich und deine jämmerlichen Genossen allein, damit ihr über eure unrühmliche Zukunft nachdenken könnt. Ich wusste ja gar nicht, dass er sie kennt. Wir haben schon einige Runden im Ring hinter uns gebracht. Ich muss sagen, wirklich ein netter Spitzname. Das wusste ich nicht, Captain. Ich würde gerne auf diese Ehre verzichten. Wenn ihr mich fragt, die Kilrathi haben Angst. Möglicherweise hat unsere Invasion in Ariel etwas damit zu tun. Hobbs! Die Kilrathi waren schon immer der Meinung, Kriegsführung hat viel mit Psychologie zu tun. Dass es nicht nur ein Wettstreit der Waffen ist, sondern auch der inneren Stärke. Blödes Geschwafel, so nenne ich das. Die Kilrathi glauben, dass nur die Überheblichkeit siegen wird. Ich gebe zu, nicht gerade ein bewunderungswürdiges Gedankengut, das mein Volk da entwickelt hat. Dass ich nicht lache. Seit wann haben denn Ungeheuer ein bewundernswürdiges Gedankengut? Ich will, dass jede Station in einer Stunde einsatzbereit ist. Sie kommen mit mir mit. Ja, Sir. So viel Glück ist kaum zu ertragen. Wir fliegen von einem Nebel zum anderen. Man könnte fast denken, wir hätten eine Rundreise durch den Weltraum gebucht, Colonel. Betrachten Sie doch das Positive daran, Maniac. Was wäre das? Mach ihn fertig. Hey, es ist für beide Seiten schwierig. Für die Kilrathi ist es auch nicht einfacher. Sie sehen genauso viel oder wenig wie wir. Ich weiß nicht. Es kommt mir vor, als hätten sie auch in ihrem Rücken zwei Augen. Vielleicht sogar einen siebten Sinn. Sie können doch die Jump Points nicht dicht machen. Ich fass es nicht. Ich meine, jetzt haben Sie uns doch in der Hand. Es ist nur noch eine Frage der Zeit. Sehen Sie nicht gleich so schwarz. Wahrscheinlich haben Sie es nur geschafft, einen Jump Point zu verdunkeln. Nicht zu fassen. Der einzige Grund, wieso ich hier landete, ist eine Wette. Naja, so kann man sich selbst reinreiten. An die Arbeit, Colonel. Ja, Sir. Diesmal wartet eine einfache Aufgabe auf uns. Die Konföderierten wollen, dass wir uns diesen Asteroidengürtel näher ansehen. Vielleicht können wir ihn für uns nutzbar machen. Aber die Sache hat einen Haken.
Laut Abwehr befindet sich wahrscheinlich hier irgendwo ein Kilrasi-Stützpunkt. Tun Sie Ihr Möglichstes. Wegtreten. Tja, das sind also unsere Einsatzziele. Ah, da wäre noch eins. Cobra, ich will, dass Sie diesmal... Gesichtet, Colonel. Lösen und angreifen. Ich hol sie mir. Greifen Sie mein Ziel an. Ja, Sir. Greifen Sie mein Ziel an. Ja, Sir. Katze. Wie sieht's aus? Alles bestens, Sir. Wie sieht's aus? Alles bestens, Sir. Jawohl, ich hab den Drecksack erwischt. Feind gesichtet, Colonel. Lösen und angreifen. Ich hol sie mir.
Besten, Sir. Ausstehen, wenn man es mir leicht macht. Sag gute Nacht, Miezekatze. Ihr erbärmliche Nachkommen von... Reiche mich! Wie sieht's aus? Alles bestens, Sir. Den Tierarzt aufzusuchen, Mieze. Ihr erbärmliche Nachkommen von Affen. Stehen, wenn man es mir leicht macht. Jawohl, ich hab den Drecksack erwischt. Feind gesichtet, Colonel. Lösen und angreifen. Ich hol sie mir. Tierarzt aufzusuchen, Mieze. Ihr erbärmliche Nachkommen von Affen. Jawohl, ich hab den Drecksack erwischt. Sofort an meiner Flanke formieren. Ja, Sir. Lösen und angreifen! Ich hol sie mir! Den Heimweg in einer Kiste an. Wird Zeit, den Tierarzt aufzusuchen, Mieze. Feind gesichtet, Colonel. Lösen und angreifen. Ich hol sie mir. Sofort an meiner Flanke formieren. Ja, Sir. Lösen und angreifen! Ich hol sie mir! Thank you.
Wie sieht's aus? Alles bestens, Sir. Du fliegst wie der Affe, der du bist. Wie sieht's aus? Alles bestens, Sir. Du trittst den Heimweg in einer Kiste an. Sag gute Nacht, Mietzekatze. Jetzt beißt er ins Gras. Wird Zeit, den Tierarzt aufzusuchen, Mietze. Ihr erbärmliche Nachkommen von Affen. Sag gute Nacht, Mietzekatze. Nicht aufstehen, wenn man es mir leicht macht. Ihr erbärmliche Nachkommen von Affen. Lira, reiche mich! Jawohl, ich hab den Drecksack erwischt! Einsatzziele erreicht. Bitte Landeerlaubnis, TCS Victory. Nur tote Katzen sind gute Katzen, Sir. Sie können jetzt landen. Rollins. Seit wann bin ich das Dienstmädchen hier? Es ist mir eine Ehre, Sie an Bord zu haben, Admiral. Freut mich, Captain. Danke. Sir. Das scheint mir gutes Material zu sein. Sieh an. Der legendäre Colonel. Freut mich, Sie wiederzusehen. Danke, Admiral. Man muss sich beim Admiral beliebt machen. Wir sind hier alle gleich. An Bord dieses Raumschiffes gibt es nur Piloten, die versuchen, ihre Arbeit zu machen. Ich bin mir nicht sicher, ob solche Bescheidenheit in Ihrem Fall richtig ist. Ich erwarte weitere Heldentaten. Ach, da fällt mir ein, dass ich meinen Privatkoch mit an Bord gebracht habe. Sehen wir mal, ob wir was Anständiges zu essen bekommen. Sie muss das die reinste Nostalgieveranstaltung sein. Zuerst der Kirathi-Prinz und jetzt Admiral Torwin. Wer wird der Nächste sein? Tut mir leid. Ich weiß, an wen Sie jetzt denken. Ach ja? Sie sind wohl Telepathin. Nein, aber ich weiß über Ihre Vergangenheit vielleicht wesentlich mehr, als Sie ahnen, Sir.
Sie ist Colonel für verdeckte Operationen. Erstaunlich. Woher wissen Sie das alles? Schon als Kind war Wissen meine Waffe. Mädchen sollten den Jungs immer ein bisschen voraus sein, nicht wahr? Und deshalb weiß ich auch, dass sich die Wege des Admirals und ihre Wege in den letzten Jahren mehr als nur einmal gekreuzt haben. Sie merkt das toll, wenn ein Idiot ist. Das geht sie nichts an. Er hat dieselbe Aufgabe zu erfüllen wie wir beide, diesen Krieg zu gewinnen. Ich kann es leider nicht beeinflussen, wie er dabei vorgeht. Auch nicht, wenn Sie nicht damit einverstanden sind? Ich stimme so gut wie nie mit ihm überein. Aber er ist der Admiral. Willkommen, Colonel. Wie Sie vielleicht bereits wissen, sind wir momentan zum Torgo-Sonnensystem unterwegs. Wir haben dort ein kleines Rendezvous mit dem Schicksal. Gentlemen, ich habe Ihnen die größte Errungenschaft der Konföderation mitgebracht. Die Behemoth. Nach einem Jahrzehnt geheimster Forschungen haben unsere klügsten Köpfe eine Waffe entwickelt, die für die Kilrathi den Untergang bedeuten wird. Die Behemoth besteht aus einer Reihe von verkoppelten, energieverstärkenden Supraleitern, meine Herren, die einen Ausstoß von unglaublichen 5 Millionen Gigawatt zu einem einzigen Richtstrahl bündeln. Jedes Ziel, das von diesem Strahl getroffen wird, wird vernichtet. Sogar ein Planet? Ja, Captain. Sogar ein Planet. Wir wollten sie erst in ein oder zwei Jahren zum Einsatz bringen, aber bedauerlicherweise zwingen mich die Umstände, die Waffe jetzt schon einzusetzen. Was sind das für Umstände, Admiral? Die Antwort auf diese Frage müssten Sie besser kennen als jeder andere, Colonel. Die unter Verschluss gehaltene und bittere Wahrheit ist doch, dass die Konföderierten in diesem Krieg seit einem Jahr die Verlierer sind. Wenn die derzeitige Tendenz anhält, werden die Kilrathi in einem halben Jahr, möglicherweise noch früher, auf der Erde herumspazieren. Deshalb sind wir gezwungen, die Behemoth früher einzusetzen als geplant. Aufgrund der etwas verfrühten Anwendung ist das Defensivsystem des Schiffes, wie drücke ich es am besten aus, leider ein wenig unvollständig. Es gibt da noch ein paar, sagen wir, wunde Punkte. An dieser Stelle und hier auch. Da sind die Schutzschilde extrem dünn und es blieb keine Zeit mehr, um Kielaufsätze oder Lasergeschütze fertigzustellen. Colonel, ich erwarte von Ihnen, dass Sie diese Bereiche besonders im Auge behalten. Ihre Aufgabe wird es sein, das Schiff zu beschützen. Bedenken Sie, dass dies das letzte Mittel ist, das die Konföderierten noch einsetzen können, um diesen Krieg zu gewinnen. Ja? Ja, vielen Dank. Ich habe verstanden. Die Besprechung ist hiermit beendet. Wir haben jetzt Torgo erreicht, Gentlemen. Ich hatte die Hoffnung auf einen reibungslosen Transport der Behemoth. Aber die Kilrathi haben uns einen Strich durch die Rechnung gemacht, wie schon so oft. Colonel? Dies ist zweifelsohne der wichtigste Einsatz, den Sie jemals in Ihrem Leben geflogen sind. Sie müssen die Behemoth um jeden Preis verteidigen. Setzen Sie alle Kampfflieger ein. Haben Sie verstanden? Ja, Sir. Weihnachtsmann ist im Anmarsch. Lösen und angreifen! Ich greife jetzt ein. Greifen Sie mein Ziel an! Verstanden, ja. Ein Kilrathi weniger. Mein Volk gebracht.
Ich werde mit dem Katzenvieh allein nicht fertig. Der Weihnachtsmann ist im Anmarsch. Ihr erbärmliche Nachkommen von Affen. Lösen und angreifen! Ich greife jetzt ein. Den Heimweg in einer Kiste an. Sag gute Nacht, Miezekatze. Verarbeiten wir dich zu Katzenstreu. Ihr erbärmliche Nachkommen von Affen. Weniger. Einsatzziele erreicht. Wird Zeit, den Tierarzt aufzusuchen, Mieze. Ihr erbärmliche Nachkommen von Affen. Den Heimweg in einer Kiste an. Ihr erbärmliche Nachkommen von
ein Kirafi weniger. Ein Kirafi weniger. Weniger. Wir werden abgewagt, ihn anzugreifen. Jetzt verarbeiten wir dich zu Katzenstreu. Ihr erbärmliche Nachkommen von Affen. Jetzt verarbeiten wir dich zu Katzenstreu. Ja, du bestlose Mistgeburt. Ich könnte ein bisschen Hilfe brauchen, Kumpel. Der Weihnachtsmann ist im Anmarsch. Ihr erbärmliche Nachkommen von Affen. Lösen und angreifen! Ich greife jetzt ein. Wie sieht's aus? Noch kein Schaden, Colonel. Bitte Landeerlaubnis, TCS Victory. Colonel, Sie haben mich gerade davon überzeugt, dass Sie und die Victory ganz die Richtigen für unser Unterfangen sind. Wir müssen die Behemoth warten, bevor wir sie losschicken. Also bleiben wir noch eine Weile in diesem System. Sie haben Landeerlaubnis. Für eine Wahnsinnskanone, unglaublich. Größer geht's nicht mehr. Das ist ein richtiges Spielzeug für Männer. Aber die Schutzschilde von dieser Süßen sind unglaublich klein und dünn. Sie wird so viel Saft brauchen, dass die Standardausrüstung bestimmt zu kurz kommt. Das wird beim nächsten Modell sicher besser sein. Ja, wer es glaubt, wird selig, Colonel. Ich habe ja was, das Sie vielleicht interessiert. Sind das kodierte Meldungen? Ja, und zwar tonnenweise. Das Seltsame daran ist, dass sie nicht wie üblich verschlüsselt sind. Ich komme nicht drauf, was sie bedeuten. Lieutenant, wir haben einen Admiral an Bord. Es ist normal, dass seine Meldungen verschlüsselt sind. Colonel, ich weiß, was Sie meinen, aber dahinter steckt ohne Zweifel was anderes. Dieser verdammte Tollwin, er hat immer eine Überraschung auf Lager. Sind Sie sich auch wirklich sicher? Sir, es kann gut sein, dass ich etwas verrückt bin, aber von meinem Job verstehe ich was. Halten Sie mich auf dem Laufenden. Ja, Sir. Ah, da ist ja unser großer Kriegsheld. Ich gebe zu, ich bin von Ihnen ungeheuer beeindruckt. Keinerlei Qualitätseinbußen. Darf ich Sie etwas fragen, Admiral? Nur zu, was wollen Sie wissen? Sir, ich würde gern wissen, was genau ist der Status hier an Bord unseres Schiffes? Was soll das? Vor 10 Jahren bin ich dem Behemoth-Projekt als Chef zugeteilt worden. Sie wollen hier nicht die Befehlsgewalt übernehmen? An Ihrer Stelle wäre ich mit meiner Wortwahl vorsichtiger. Admirale müssen keine Befehlsgewalt übernehmen, sie haben sie bereits. Ich habe gedacht, wir hätten uns auf ein gewisses
Maß an Respekt im Umgang miteinander geeinigt. Das war ein Irrtum. Sie müssten bereits gemerkt haben, dass Ihre Versetzung auf dieses Schiff mehr als bloßer Zufall war. Wir fliegen mit dem Ding nach Kilra, nicht wahr? Nun, wohin würden Sie denn fliegen, wenn Sie die größte Kanone des Universums hätten? Sie haben Ihre Senderstation auf Hochglanz gebracht, Rorins. Ja, Sir. Sieht ganz so aus, als würde hier wieder der Alltag einkehren. Solange der Admiral an Bord ist, wird kein Alltag einkehren. Um Admiral zu werden, muss man ein Herz aus Stein haben. Ich ziehe es vor, ein einziges Schiff zu leiten. Die alltäglichen Erfolge sind greifbar. Gehen wir an die Arbeit. Die Behemoth ist noch nicht einsatzbereit. Wir müssen die Kilrathi von ihr fernhalten. Behalten Sie die 4 Jump Points im Auge und verlegen Sie an jeder der 4 Stellen Minen. Den 5. Jump Point werden wir später für unseren Abzug brauchen. Klar? Tja, das sind also unsere Einsatzziele. Ah, da wäre noch eins. Cobra, ich will, dass Sie diesmal neben mir... Lösen und angreifen! Ich hol sie mir! Jawohl, ich hab den Dreckpack erwischt! Zeit, den Tierarzt aufzusuchen, Mieze. Aufzusuchen, Mieze. Jawohl, ich hab den Drecksack erwischt. Nächsten Wegpunkt anfliegen. Gesichtet, Colonel. Lösen und angreifen! Ich hol sie mir. Jawohl, ich hab den Drecksack erwischt! Nicht zu Katzenstreu. Ausstehen, wenn man es mir leicht macht.
Wegpunkt anfliegen. Feind gesichtet, Colonel. Lösen und angreifen! Ich hol sie mir. Gute Nacht, Mietzekatze. Erbärmliche Nachkommen von Affen. Zeit, den Tierarzt aufzusuchen, Mietze. Der Konföderierung hat gewagt, ihn anzugreifen. Wie sieht's aus? Alles bestens, Sir. Jawohl, ich hab den Drecksack erwischt. Diesen Kampf überlebt ihr nicht, ihr Affen. Ich habe Schande über mein Volk gehört. Wie sieht's aus? Alles bestens, Sir. Wie sieht's aus? Alles bestens, Sir. Anfliegen. Feind gesichtet, Colonel. Lösen und angreifen. Ich hol sie mir. Mietzekatze. Verarbeiten wir dich zu Katzenstreu. Sag gute Nacht, Mietzekatze. Nicht ausstehen, wenn man's mir leicht macht. Du riechst wie der Affe, der du bist. Wie sieht's aus? Alles bestens, Sir. Wie sieht's aus? Alles bestens, Sir. Jawohl, ich hab den Drecksack erwischt. Erbärmliche Nachkommen von Affen. Thank you.
aufstehen, wenn man es mir leicht macht. Stirb, du wellose Missgeburt! Einsatzziele erreicht. Bitte Landeerlaubnis, TCS Victory. Sich darum zu kümmern, dass die Laserkanone keinen Kratzer abkriegt, ist wahnsinnig stressig. Was soll's, die Behemoth hat Teil überstanden. Sie können jetzt landen. Jetzt, da die Behemoth repariert ist, müssen wir sie volltanken. Und glauben Sie mir, sie hatten mehr Durst als eine Mannschaft. Die Abwehr hat uns mitgeteilt, dass feindliche Tankerkonvois durch diesen Asteroidengürtel unterwegs sind. Sie müssen mindestens 3 dieser Tanker außer Gefecht setzen. Unsere Flotte wird durch diesen Jump Point in den Gürtel eindringen. Die Behemoth fliegt mit einer Verzögerung von 4 Minuten hinter ihnen. Mehr Zeit haben sie also nicht, um das abzuschießen, was die Kilrassi zu ihr rüberschicken. Brechen Sie sofort auf. Tja, das sind also unsere... Cobra? Gesichtet, Colonel. Lösen und angreifen! Ich hol sie mir! Ausgeschaltet. Transporter ausgeschaltet. Aus? Alles bestens, Sir. Jawohl, ich hab den Dreckstag erwischt. Transporter ausgeschaltet. Einsatzziele erreicht. Oh.
Ja, Sir. Bitte Landeerlaubnis, TCS Victory. Hey, Colonel, wieso hatten wir nie die Idee, Schiffe aus Stein zu bauen? Der Admiral gratuliert Ihnen jedenfalls. Sie können jetzt landen. Wir verduften nämlich und machen mal zur Abwechslung einen Probeflug mit unserem supergeilen Geschoss. Ich will kein Wort hören. Der Admiral hat Ihnen also eine Standpauke gehalten. Ja, wahrscheinlich sollte ich das sogar als Auszeichnung sehen. Er behauptet, nachlässige Kleidung bedeutet nachlässige Arbeit. Bitte entschuldigen Sie, dass ich nicht gleich zur Reinigung rannte, wenn ich ein Ersatzteil wechselte. Er legt viel Wert auf die Dienstvorschriften. Wenn alles vorbei ist, mache ich es mir zur Lebensaufgabe, an allen neuen Fliegern die Schrauben zu lockern, die im Besitz von Kerlen wie diesem sind. Ich mache mit. Reservieren Sie mir einen Schraubenzieher. Wollen Sie eine Eintrittskarte? Wofür? Für die Eröffnungsfeier meines Restaurants. Ich habe gehört, dass der Krieg schon bald zu Ende ist. Zünden wir erstmal das riesige Behemoth-Ding, haben die Katzen keine Chance, dann sind sie erledigt. Es hat eine Änderung im Führungskommando gegeben. Nehmen Sie es mir nicht übel, Sir, aber das überrascht mich nicht. Wir stehen kurz vor dem Einsatz unserer Wunderwaffe Behemoth. Deshalb habe ich beschlossen, selbst das Kommando zu führen. Das Schicksal der Konföderierten liegt jetzt ganz in meinen Händen. Nun, lassen Sie uns besprechen, wie alles abläuft. Wir haben vor, in das Loki-Sonnensystem einzudringen, um die Behemoth an Loki 6 zu testen. Dort ist der Standort eines kleinen Militärstützpunktes der Kilrathi. Der Planet Loki 6 wird von einem Quasar umkreist. Wie Sie bestimmt wissen, blockt der Quasar sämtliche Interstellarfunkverbindungen ab. Der Stützpunkt wird also nicht um Hilfe funken können. Und bis die Kilrathi ein Shuttle losgeschickt haben, werden wir bereits vor der Stadtgrenze Kilrath sein. Aber damit wir die Behemoth zu ihrem ersten Testflug abschießen können, ist ein bisschen Frühjahrsputz nötig. Ich möchte, dass Sie das gesamte Umfeld von Loki 6 säubern. Sie dürfen nicht ein einziges Schiff übersehen. Wir können keine Störung brauchen, wenn wir unsere Wunderwaffe bereitstellen. Haben Sie verstanden? Natürlich, Admiral.
Tja, das sind also unsere Einsatzziele. Cobra, ich will, dass gesichtet, Colonel. Lösen und angreifen! Ich hol sie mir. Jawohl, ich hab den Drecksack erwischt. Greifen Sie mein Ziel an! Ja, Sir! Weg in einer Kiste an. Jawohl, ich hab den Drecksack erwischt. Lösen und angreifen! Ich hol sie mir.
Wie sieht's aus? Alles bestens, Sir. Nicht zu Katzenstreuen. Ihr erbärmliche Nachkommen von Affen. Feind gesichtet, Colonel. Lösen und angreifen. Ich hol sie mir. Gesichtet, Colonel. Lösen und angreifen. Ich hol sie mir. Jawohl, ich hab den Drecksack erwischt.
Greifen Sie mein Ziel an! Ja, Sir! Gute Nacht, Mietzekatze. Wird Zeit, den Tierarzt aufzusuchen, Mietze. Ich kann's nicht ausstehen, wenn man's mir leicht macht. Sag gute Nacht, Mietzekatze. Jawohl, ich hab den Drecksack erwischt. Lösen und angreifen! Ich hol sie mir! Yeah.
von ab. Jawohl, ich hab den Drecksack erwischt. Mehr. Ja, Sir. Wenn man es mir leicht macht. Verarbeiten wir dich zu Katzenstreu. Ihr erbärmlichen Nachkommen von Affen. Reiche mich! Jawohl, ich hab den Drecksack erwischt. Wir dich zu Katzenstreu. Du trittst den Heimweg in einer Kiste an. Ihr erbärmliche Nachkommen von Affen. Jawohl, ich hab den Drecksack erwischt. Wie sieht's aus? Alles Beste.
erwischt. Einsatzziele erreicht. Bitte Landeerlaubnis, TCS Victory. Sieht so aus, als würde alles perfekt laufen, Colonel. Sie können landen. Haben Sie es aber gezeigt, Sir. Danke, Rachel. Darf ich offen zu Ihnen sein, Admiral? Etwas anderes kenne ich von Ihnen sowieso nicht. Nehmen Sie es mir nicht übel, Sir. Dass Sie das Kommando übernommen haben, ist schlecht für den Teamgeist der Leute. Ich habe kein Interesse daran, was andere über meine taktischen Entscheidungen denken. Wenn ich mich recht erinnere, dann waren Sie damals nicht allzu glücklich, als Sie von Ihrer Versetzung auf dieses Schiff erfuhren. Das war nur, weil ich die Crewmitglieder noch nicht kannte, Sir. Ah, ja. Eine gute Charaktereigenschaft, Ihre transferierte Loyalität. Die Aktion Behemoth hat einen Schutzengel sehr nötig. Für diese Aufgabe bin ich ausgewählt worden. Alle waren der Ansicht, dass ich der richtige Mann dafür bin. Vergessen Sie nicht, dass wir ein gemeinsames Ziel haben, Colonel. Den Sieg in diesem Krieg. Ja, Sir. Colonel, Sie sollten sich nicht so weit von den Kämpfen entfernen. Der Krieg ist überall, Captain. Man entkommt ihm nicht. Ich bin jetzt nicht mehr Captain, schon vergessen? Mit sowas habe ich nicht gerechnet. Sehen Sie, ich war noch ein halbes Kind, als ich zum ersten Mal ein Raumschiff geflogen habe. Was bin ich ohne ein Raumschiff, Colonel? Sie können uns befördern, degradieren oder quer durch die Galaxie jagen. Es gibt nur eine Sache, die wichtig ist. Als Ihre Karriere anfing, hatten Sie sich nichts vorzuwerfen. Und das ist auch heute noch so. Das würde toll, wenn eine weitere Karriere zerstören. Ich habe dem Captain ja gesagt, dass er vorsichtig sein soll. Maniac, haben Sie jemals erlebt, dass jemand auf Ihren Rat gehört hat? Ich sagte ihm doch nur, dass ich aus Erfahrung spreche. Sie haben Tolwyn von Anfang an gegen mich aufgehetzt und deswegen hat er mich auf dem Kieker. Ich habe Neuigkeiten für Sie. Tolwyn hat nichts damit zu tun, dass Sie nicht befördert wurden. Dafür hat Ihr Flugstil gesorgt, glauben Sie mir. Tolwyn weiß nicht einmal, dass es Sie gibt. Da haben Sie sich geirrt. Einen so fantastischen Kampfpiloten wie mich, den kennt wirklich jeder. Der beste aller Kampfpiloten, wer ist das? Oh, niemand, der mich nennt? Sir. Sie kommen mir äußerst nervös vor. Wenn ich Sie wäre, dann würde ich die Sache etwas lockerer angehen. Bis nach Kilra ist es noch weit. Je schneller wir dort sind, umso besser ist es, Sir. Ich kenne niemanden, der so darauf brennt, den Feind zu vernichten wie Sie. Ich würde Planet um Planet zerstören, wenn ich dadurch die Kilrathi auslöschen könnte. Sie haben keine Existenzberechtigung. Das gilt auch für Ihren Freund Hobbs. Wissen Sie was, Lieutenant? Sie hören sich an wie eine Endlosprogrammschleife. Sie haben ja keine Ahnung. Dann erklären Sie es mir. Als Kind wurde ich entführt. Von den Kilrathi?
Ich war im Sklavenlager. Ich konnte fliehen, als ich 20 war. Das muss Sie können sich nicht vorstellen, wie furchtbar das für mich war. Ich könnte Geschichten erzählen. 2 Jahre lang haben die Psychologen versucht, mich nach der Flucht von meinem Trauma zu befreien. Aber sowas kann man nicht vergessen. Irgendwo, tief in mir drinnen, sitzt ein kleiner Kirathi. Und den kriege ich nicht mehr aus mir heraus. Kein Mensch ist diesen Lebewesen gewachsen, Colonel. Wir vernichten sie. Verlassen Sie sich darauf. Sie müssen es mir immer wieder sagen. Auch wenn es nicht wahr ist. Ihre Aufgabe ist unkompliziert. Geben Sie mir Deckung, während ich die Behemoth abfeuere. Das ist nicht schwer, Sie haben recht. Tja, das sind also unsere Einsatzziele. Ah, da wäre noch eins. Cobra? Sie kann jetzt starten, Colonel. Halt gesichtet, Colonel. Lösen und angreifen. Ich hol sie mir. Ziele erreicht. Feind gesichtet, Colonel. Sofort an meiner Flanke formieren. Ja, Sir. Lösen und angreifen. Ich hol sie mir. Greifen Sie mein Ziel an. Ja, Sir. Aus? Wir halten uns wacker, Sir. Ihr erbärmliche Nachkommen von Affen. Feind
mein Ziel an. Ja, Sir. Wie sieht's aus? Wir halten uns wacker, Sir. Wie sieht's aus? Noch kein Schaden, Colonel. Jawohl, ich hab den Drecksack erwischt. Einsatzziele erreicht. Bitte Landeerlaubnis, TCS Victory. Wow, da bekommt ja der Begriff großer Knall einen neuen Sinn. Sie können jetzt landen, denn wir verziehen uns von hier und schippern mit dem alten Kübel in Richtung Kilra. Haben Sie es aber gezeigt, Sir. Danke, Rachel. Viele Jahre sind vergangen, seit ich so nah an meinem Heimatsystem war. Ich kann sehr gut verstehen, wenn du gemischte Gefühle hattest, was die Behemoth betraf, Hobbs. Es ist ein langer Krieg und wir haben uns alle sehr verändert. Und zwar ohne Ausnahme. Es gibt sicher Kilrathi, die überleben werden. Und wenn alles vorbei ist, werden sie verstehen, was du getan hast. Nein, niemand wird jemals verstehen, was ich getan habe. Das wäre zu viel verlangt. Aber deine Loyalität hat mir sehr viel bedeutet, mein Freund. Es ist soweit, Colonel. Ich habe 10 Jahre lang auf diesen ruhmreichen Augenblick gewartet. Wir durchstoßen gleich den Jump Point. Dann geht es direkt weiter nach Kilra. Beschützen Sie die Behemoth, koste es, was es wolle, Colonel. Davon hängt die Zukunft der Konföderation ab. Tja, das sind also unsere Einsatzziele. Ah, da wäre noch eins.
Cobra. Ich will, dass Sie diesmal nicht... Gesichtet, Colonel. Lösen und angreifen! Ich hol sie mir. Langweilen mich, Monsieur. Desintegrieren Sie mich, behandeln Sie mich wie meine Kameraden. Desintegration, das ist nicht das, was wir für Sie bestimmt haben. Sie erwartet ein völlig anderes Schicksal. Die Menschenfrau kann anscheinend nicht einschätzen, welche große Ehre ich ihr zuteil werden lassen will. Ich weiß, dass sie als Kriegerin äußerst tapfer ist. Und ihr Gefährte ist das Herz des Tigers. Durch ihre Hand sind sicher einige meiner tapfersten Krieger getötet worden. Und deshalb hast du nur eins verdient. Den Tod. Colonel, beachten Sie, dass die Victory unverzüglich von hier wegfliegt. Sie müssen zurückkehren, Sir. Der Jumppoint ist in 90 Sekunden erreicht. Du und ich, Harper, wir sind noch nicht fertig. Ich will dir die Chance geben. Bist du ein wahrer Krieger, dann nimmst du meine Herausforderung an. Wie du auf deinem Radar sehen kannst, habe ich meinen Flaggenpiloten mitgeschickt. Jetzt gilt es, deinen Mut zu messen. Colonel, nur noch 75 Sekunden. Das Herz des Tigers wird immer schwächer. Seine Gefährten konnte er nicht beschützen. Und jetzt zögert er sogar im Kampf. Colonel, wenn Sie nicht umdrehen und sofort landen, müssen wir Sie zurücklassen. Bitte Landeerlaubnis, TCS Victory. Colonel, wir konnten die Nachricht von Trackers hören und wissen, was Colonel Devereaux passiert ist. Tut mir schrecklich leid, Sir. Ich bin froh, dass Sie ihm widerstanden haben. Es wäre sinnlos gewesen. Wir fliegen weiter, wenn Sie gelandet sind.
Ich übergebe Ihnen wieder das Kommando über die Victory, Captain. Ja, Sir. Sie wussten, was wir vorhatten und auch wann. Und Sie wussten genau, wo Sie zuschlagen mussten. Ich habe Grund zu der Annahme, dass es auf Ihrem Schiff einen Verräter gibt. Ich bitte um Verzeihung, Sir. Ich habe etwas dagegen, wenn meiner Mannschaft fehlende Loyalität unterstellt wird. Gefechte werden entweder gewonnen oder verloren. Es gibt da keine Garantien. Und im letzten Gefecht, da war die Victory Ihr Schiff, Admiral. Viel Erfolg, Captain. Der Krieg wird jetzt noch wesentlich härter werden. Aus, als können Sie ein Betäubungsmittel brauchen. Ist ganz schön beunruhigend, wie schnell die Carathy die Schwachstelle herausgefunden hatten. Die Sache hat sie wohl ziemlich mitgenommen. Es tut mir sehr leid, Colonel. Darf ich Ihnen Gesellschaft leisten? Sie ist okay. Sie versteht das. Von mir aus. Ja. Nehmen Sie mir die Flasche weg, bevor ich die Beherrschung verliere. Hey, treten Sie eine Tür ein oder sonst was. Reagieren Sie sich ab, okay? So können Sie keinen Einsatz fliegen. Alarmstufe rot, alle Piloten nach oben. Wir werden angegriffen. Dies ist keine Übung. Ich wiederhole, dies ist keine Übung. Lösen und angreifen! Greife jetzt Feind an! Schäden, Colonel.
Schande für mein Volk. Habe feindlichen Kampfflieger ausgeschaltet. Wie sieht's aus? Bin froh, dass ich keinerlei Schäden zu verwelten habe. Greifen Sie mein Ziel an! Jawohl, Colonel. Arbeiten wir dich zu Katzenstreu. Wie sieht's aus? Bin froh, dass ich keinerlei Schäden zu verwelken habe. Wird Zeit, den Tierarzt aufzusuchen, Mieze. Wird Zeit, den Tierarzt aufzusuchen, Mieze. Sofort an meiner Flanke formieren! Jawohl, Colonel! Lösen und angreifen! Greife jetzt Feind an! Greifen Sie mein Ziel an! Jawohl, Karte! Ich kann's nicht ausstehen, wenn man's mir leicht macht. Ihr erbärmlichen Nachkommen von... Habe feindlichen Kampfflieger ausgeschaltet.
Lösen und angreifen! Greife jetzt fett an! Arbeiten wir dich zu Katzenstreu. Habe feindlichen Kampfflieger ausgeschaltet. Feindliches Schiff gesichtet, Colonel.
Wie sieht's aus? Bin froh, dass ich keinerlei Schäden zu vermelden habe. Feindliches Schiff gesichtet, Colonel. Lösen und angreifen. Greife jetzt Feind an. Lösen und angreifen! Greife jetzt Feind an! Bitte Landeerlaubnis, TCS Victory. Uns hat es ziemlich erwischt, aber ein Landedeck ist Gott sei Dank noch intakt. Sie können also landen, Colonel.